Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier immer noch auf dem Ozean unterwegs, aber nicht mehr lange. Denn Land ist schon lange in Sicht. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, paddelt er noch? Wirklich paddeln tut er nicht mehr. Jetzt. Ja, wir haben hier eine neue Insel entdeckt. Es ging da vorne gleich los mit Sumpf. Jetzt wird's hier, denk mal, ja genau, dunkler Wald ist es. Wir sehen's ja, wir sind schon laut Minimap da. Versuch mich gerade eigentlich bloß noch ein kleines Stück nach vorne zu kämpfen, dass wir nicht ganz so viel laufen müssen zum Uralten. Ich hoffe mal sehr, dass wir ihn nochmal beschwören können. Und vielleicht mit dem zweiten sumpfigen Schlüssel nach Hause gehen. Mal gucken. An sich wird es sich wahrscheinlich kaum lohnen, dass wir ihn besiegen. Aber der Vollständigkeit halber und einfach um zu sehen, ob es funktioniert, wollte ich es dann doch nochmal ganz gerne machen. Wäre halt auch die Frage, ob das bei allen Endbossen so ist. Ob wir irgendwann mal noch einen Stein finden, wo ein zweiter Eiktür ist. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. So, ich glaube, prinzipiell könnten wir schon noch. Wir müssen das halt auch alles wieder zurückrudern. Ich würde sagen, wir machen hier mal Stopp. Also langsam wird es hier doch alles ein bisschen. Ja. Bleibst du hier? Ich hoffe nur, wir kommen dann auch wieder zurück, aber ich kann das Boot so ein bisschen schieben, ne? Ja. Ah, ich komme hier nicht hoch. Jetzt. Wir müssen unbedingt erstmal was futtern. Und da vorne haben wir den Uralten. Und wir laufen einfach mal direkt hin. Hey, wir werden ja nett begrüßt. Und da hätten wir schon die ersten Augen. Oder? Gab keine Augen? Gibst du Auge? Er gibt Auge. Nehmen wir uns das mal mit. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass wir einen Dungeon finden, dass wir hier schon mal irgendwo ein Portal setzen können. Ja, den ganzen Weg jetzt hier gefahren zu sein mit dem Boot, nur um den Uralten zu besiegen, irgendwie etwas mager. Wäre schon cool, wenn wir uns hier ein Portal setzen. Haben wir so viel Schaden gerade bekommen? Ich glaube, wir hatten einfach noch nicht so viel Leben wieder generiert, weil auf dem Boot war alles leer, was Essen anging. Müssen wir dann vielleicht doch nochmal ein Sekündchen warten, bevor wir den Alten beschwören. Aber ansonsten die gleiche triste Gegend wie auch überall anders im dunklen Wald. Was leuchtet da hinten? Ist es das schon? Muss man hier ein bisschen Leben generieren, mein Freund. Ja, das ist es schon. Ich meine, wir sind natürlich um einiges besser ausgerüstet als beim letzten Mal. Wir haben eine Eisenrüstung, wir haben einen besseren Bogen, bessere Lebensmittel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob dieser Spawner mich da unten jetzt nervt, wenn wir hier gegen den Uralten kämpfen. Ich würde den mal noch ganz schnell beseitigen. Haben wir auch gleich wieder ein paar uralte Samen dran. Ist eigentlich cool, dass sie es gleich hier in die Nähe gemacht haben. Obwohl nur einer bei rauskommt. Ich habe zwar drei dran hängen gesehen, aber naja. So, der ist weg. Wir haben 75 Leben. Das ist okay. Bis der da ist, sind wir bestimmt bei 80, 90. Ach, was wollt denn ihr alle jetzt? Wollt eigentlich mal in Ruhe kämpfen? Aua. Warum hatte... Ah, wir hatten nicht genug Ausdauer. Verdammt. Wo kommen denn die jetzt alle... Hallo, wo kommen denn die jetzt alle her? Was soll denn der Scheiß? Wie konnte der bitte nicht treffen? Ich will nicht so viele Pfeile verschwenden. Ich brauche die für den Uralten. Ich habe aber auch keine Ausdauer mehr. Verdammt. So, jetzt seid ihr erstmal dran. Nein, nicht vergiften. Oh Gott, das war knapp.
Ach, wir haben so einen riesen Ausdauerbalken und trotzdem und noch einen Berserker, natürlich. Ich glaube, die haben irgendwie keinen Bock drauf, dass wir den Uralten beschwören. So, komm her. Ich habe blockiert. 0,1 trotzdem, ja. Ich muss hier mal ganz kurz schneiden, beziehungsweise nicht schneiden, sondern eher zwei Videos zusammensetzen. Meine Festplatte war voll. Drum hat das Aufnahmeprogramm gerade aufgehört. Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, ich war mir relativ sicher, dass ich noch genügend Speicherplatz habe, aber naja. Ich habe bloß hier noch den Berserker und den Schaman besiegt. Mehr war es nicht. 2-3 Schläge, also ihr habt maximal 5 Sekunden verpasst. So. Dann, was machen wir denn jetzt am dümmsten? Wir beschwören den Uralten. Gegenstände verbrennen, 1 bis 8. Das heißt, wir müssen das auf die 8 legen. Packen hier die 8 rein. Bringst das Opfer da. Es geht los. Wo kommt der hin? Da hinten in die Ecke? Komm, Uralter. Ach, diese geile Musik dazu. Was haben wir jetzt eigentlich für Pfeile? Mit was für Pfeilen schießen wir? Ich hätte schon ganz gern die Feuerpfeile. Diese Musik, ey, das macht einfach so Bock, dann zu kämpfen. Schon wieder ganz vergessen, was der für Angriffe gemacht hatte. Wir müssen auf jeden Fall immer hinter diesen Säulen bleiben. Ich glaube, das war die beste Taktik. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn nicht richtig treffe. Uiuiui. Aber er macht uns eigentlich keinen Schaden, ne? Wir treffen ihn schon, aber irgendwie gibt es nicht so wirklich eine Schadensanzeige dazu. Jetzt sehen wir was. Au. Ja gut, das sieht ja fast gar nichts. Ach man, nee, nicht jetzt Krautzwerge. Ist hier noch ein Spawner in der Nähe oder was ist hier los? Ja, ich kann nicht alle... Oh Gott, er hat einen Baum gefällt. Der ist doch selber ein Baum. Er hat seine Freunde umgebracht. Geil, wir haben fast keine Ausdauer mehr. Wir haben auch ordentlich Schaden schon gekriegt. Ich sehe es schon, wir sterben hier gleich noch gegen den wegen zwei so ein scheiß Krautzwergen. Ich glaube, die sind aber auch irgendwie vom Baum erschlagen worden. Oder, keine Ahnung, war denn vielleicht doch ein bisschen zu heftig hier gerade. Einfach immer schön dahinter bleiben. Jetzt macht er wieder seine Wurzelattacke, das heißt, wir müssen verschwinden. Bam. Weiß nicht, ob bei ihm Kopftreffer auch so viel geiler sind. Weil mir ist es lieber, ich treffe mit Sicherheit, als dass ich dann einen Pfeil vorbeischieße. Aber eigentlich ist er nicht schwer, wenn man einmal so ein bisschen seine Taktik erkannt hat. Und trotzdem gefühlt schon wieder ganz schön wenig Ausdauer. Ich muss langsam mal anfangen mit Blinken, dass wir was nachlegen können. Jetzt kommt er mir ein bisschen zu nah. 1,5 Meter Abstand, bitte. Hier Wurzeln in der Nähe? Ja, ein bisschen. Wir können eigentlich auch Eiktür aktivieren, merke ich gerade. Können wir ein bisschen länger rennen. Hängen hier an der Kante. Geh doch weg. Kommen wieder Wurzeln. Ja, das Bogenschießen braucht halt echt eine ganze Menge Ausdauer, ne? Wir haben die Hälfte schon von ihm. Alles gut. Huch, einen verschossen. Aber es geht voran. Jetzt haben wir so ein bisschen die Taktik raus. Ja, macht wieder Wurzeln. Einmal hier rüber. Ah, die sind aber auch ganz schön nah hier. Können uns aber auch bestimmt hinter dem Stein... Oh, oh, oh. Okay, wir können uns nicht hinter dem Stein verstecken. Na, jetzt kommt er mir zu nah. Er hat die Wurzeln gerade ein bisschen fies gesetzt. Jetzt geht's hier an der Ecke. Hier drüben hat es halt gleich beide Säulen uns versperrt. Und schon wieder. Unsere Ausdauer. Nein. Verschwinde.
Müssen echt mal kurz ein bisschen Ausdauer generieren lassen. So, jetzt können wir Fleisch nachhauen. Das heißt, Ausdauer wird schon mal wieder ein kleines Stück mehr. Trotzdem immer wieder spannend, auch wenn es jetzt nicht der heftigste Gegner ist. Aber es ist einfach so ein bisschen die Musik, die einen auch antreibt. Au, au, au. Sag mal. Diese doofe Kante. Er hat bestimmt schon einigen Spielern das Leben gekostet, könnte ich wetten. Ich glaube, er hat wirklich hier seine eigenen Grauzwergen-Homies mit den Bäumen erschlagen. Können wir denn mal irgendwas an Essen langsam nachwerfen? Das ist ein bisschen nervig, dass man da nicht mehr die volle Power hat, was die Ausdauer angeht, aber man kann noch nichts nachwerfen, weil es halt noch nicht blinkt. Jetzt blinkt das normale Fleisch. Das heißt, wir hauen davon was rein. Nicht an der Wurzel hängen bleiben. Nein. Oh, geil. Das sah doch mal richtig episch aus. Zack. 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 Muss eigentlich nur schnell sein und die Zeit nutzen. Wo er mal kurz nichts macht. Ah, nein. Dieser scheiß Krautzwerg, der lässt mich nicht dran vorbeirennen. Zum Glück hat der jetzt keinen Nahkampfangriff gemacht. Kommen denn die alle her? Ich habe doch den Spawner erledigt. Da hatten wir Glück beim ersten Mal. Ich glaube, da kam kein Krautzwerg, oder? Da wenn da nur einer oder so. Aber wir haben ihn gleich. Oh, ah, scheiß Wurzel. Geh doch weg. Und bam, ich glaube ein, zwei Pfeile noch. Er brennt zumindest und jetzt stirbt er. Durch die Verbrennung bestimmt. Bam. Jawohl, wir haben es geschafft. Er legt sich gleich aufs Feuer drauf. Ein bisschen Brutzelarsch. Wupp. Weggebrutzelt. So, was gibt's alles? Wir haben nochmal einen sumpfigen Schlüssel, also ich hatte recht. Und eine uralte Trophäe. Sehr, sehr schöne Sache. Ja, hat sich jetzt nicht mega krass dolle gelohnt. Das stimmt wohl. Aber ist doch cool, jetzt haben wir nochmal besiegt. Wir haben einen zweiten sumpfigen Schlüssel, der kommt in die Truhe. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wenn wir den einen mal einstecken haben und aus Versehen mal irgendwo sterben. So, wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben genügend Grauzwergenaugen, wir haben auch genügend Holz. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal fix so einen Bauhammer herstellen. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch Sirtlingkerne, wenn ich mich nicht täusche. Richtig? Ah, nein, wir haben Edelholz haben wir gebraucht. Wir sind ja im dunklen Wald. Das sollte machbar sein. Ich glaube, Kiefer war es nicht, ne? Kiefer war noch... Doch, Kiefer war Edelholz. Au. Oh, hier ist Kupfer. Nee, das war Kerneholz. Edelholz war hier Birke und sowas im normalen Grasland. Okay, naja, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach einem Dungeon, weil ich würde schon echt gerne hier irgendwie ein Portal stehen haben. So, jetzt gibt erstmal unser leckeres Süppchen nach. Hält halt echt lange an. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe doch mal, wir finden hier auf die Schnelle was. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen Richtung Grasland. Ach du Scheiße. Ich habe mir nicht markiert, wo wir unser Boot haben stehen lassen. Lasst mich mal überlegen. Wir sind doch hier angekommen. Hier dran vorbeigefahren. Also irgendwo hier muss das Boot sein, ne? Und das letzte ist an Wasser, was wir markiert haben, müsste es ja hier irgendwo stehen. Ich sollte das öfter tun. Sonst haben wir nämlich echt ein Problem. Da müssen wir uns erst alles zusammensuchen, um uns ein neues Boot zu basteln.
Das wäre schon echt sehr ungünstig. Ist das ein Dungeon hier? Ist das bloß ein Steinkreis? Oh, Skelett steht da, sieht gut aus. Sehr schön. Gebt mir mal eure Knochenfragmente. Oh, kommt ja noch eins. Und dann gehen wir doch hier mal rein. Ganz schön kleiner Eingang. Hallo. Hat irgendwie nicht mit Besuch gerechnet, wa? Wieder nicht aufgeräumt, Toilette nicht gespült, ne? Und auf einmal, zack, klingelt's, Überraschungsbesuch. Die Schwiegereltern. Und als erstes müssen erstmal alle auf Toilette. So. Wir haben hier noch eine Tür. Und ui, 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 ui. Sollte vielleicht nicht mit null Ausdauer hier reinrennen. Bin schon wieder viel zu übermütig geworden. Bin mir gerade nicht mehr komplett sicher, wie lange die erste Aufnahme war, weil, wie gesagt, Programm ist ja, hat ja beendet wegen Speicherplatz. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie lange die erste Aufnahme war. Ich werde jetzt erstmal ein Folgenende machen. Ich hoffe doch ganz stark, dass das ungefähr mit der Folge... Oh, Moment, wir gehen noch ganz schnell hier hin. Ein Surtling-Kern, wir brauchen aber zwei. Hier ist ein Spawner. Ne, ein Geist, Entschuldigung. Ne, Mist, hier ist kein zweiter Surtling-Kern. Hier geht's auch nicht weiter. Ich werde jetzt erstmal ein Folgenende machen. Ich hoffe mal, dass das so ungefähr hinhaut mit der Folgenlänge. Und wenn es ein paar Minuten mehr oder weniger sind, dann sei mir bitte verziehen. Aber ich habe es mir wirklich nicht gemerkt. Ja, und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.